Was ist los, Victoria? Geht es dir nicht gut? Nein, überhaupt nicht. Ich habe Halsschmerzen, Husten und starke Kopfschmerzen. Lass mal deine Stirn fühlen. Und Fieber hast du auch. Dann musst du wohl im Bett bleiben. Und wer kümmert sich um die Kinder? Na ich, wer sonst? Du musst doch zur Arbeit. Dann gehe ich heute später hin. Anna, aufstehen, du musst zur Schule. Noch nicht, Papa. Doch, du musst jetzt aufstehen. Ja. Greta, aufwachen. Zeit zum Aufstehen. Ich will noch nicht. Lasst mich noch schlafen. Aber nur noch 5 Minuten. Ich mach schon mal die Brote für die Schule und den Kindergarten. Wo ist denn Mama, Papa? Ah, hast du mich erschrocken. Hihi, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Mama ist krank, sie liegt im Bett. Ich mache euch heute Frühstück. Machst du mir einen Kakao, Papa? Die macht Mama mir auch immer. Und Toast mit Marmelade. Ja klar, setz dich schon mal hin. Ist deine Schwester auch schon wach? Keine Ahnung. Wo ist denn nur der Milchtopf hin? Ah, da haben wir ihn ja. Jetzt die Milch und den Herd an. Und das Toast? Papa, dauert es noch lange? Gleich geht's los, Greta. Papa, ich glaube, die Milch kocht über. Was? Oh nein! Oh nee! Und jetzt riecht es angebrannt. Was? Jetzt geht auch noch der Toaster kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Greta, heute gibt es Müsli, kein Toast und keinen Kakao. Schade. Und wo bleibt Anna jetzt so lange? Anna, willst du zu spät zur Schule kommen? Ich komme ja schon. Wo ist Mama? Sie ist krank. Papa, weißt du, wo meine Fahrkarte ist? Oben habe ich sie nicht gefunden. Keine Ahnung, Anna. Du musst sie selber suchen. Ich habe hier noch zu tun. Wo kann sie denn nur sein? Ah, da ist sie ja. Ich habe sie gefunden. Sehr gut. Du musst los. Hier dein Pausenbrot. Danke, Papa. Tschüss. Ich gehe dann los. Ja, tschüss, Anna. Viel Spaß in der Schule. Tschüss, Anna. So, beeil dich ein wenig, Greta. Ich gehe schon mal mich anziehen. Ja, Papa. Bist du jetzt fertig? Wir müssen los, Greta. Ja, ich bin fertig. Hier, dein Rucksack. Papa, ich hab noch meinen Schlafanzug an. Und die Zähne habe ich auch noch nicht geputzt. Puh, das habe ich ja ganz vergessen. Dann aber zack nach oben und heute mal die Turbo-Version beim Zähneputzen. Aber nur heute. Papa, kannst du mir beim Referat helfen? Ich will aber mit Papa spielen. Sonst gehe ich zu Mama. Mein Referat ist aber wichtiger. Ist es nicht. Spielen ist viel wichtiger. Ist es doch. Papa sagt doch auch mal was. Anna, können wir das heute Abend machen? Wir haben keine Milch mehr und kein Brot fürs Abendessen. Ich muss noch mal einkaufen fahren. Na toll. Anna, hab bitte etwas Verständnis. Also Greta, wir brauchen Brot, Milch, Saft und Wasser. Milch und Wasser stehen da hinten. Saft, Milch und Wasser. Da ist Schokolade, Papa. Nein, Greta. Bitte, Papa. Nein. Aber Papa, bitte, 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 warum denn nicht? Ich hab Nein gesagt. Aber Papa, bitte. Schluss jetzt, wir gehen jetzt zur Kasse. Na kaufen Sie doch dem Kind, was es möchte. Das wird ja nicht die Welt kosten. Darum geht es doch gar nicht. Halten Sie sich bitte aus meiner Erziehung raus. Man wird ja wohl noch was sagen dürfen. In dem Fall nicht. Oh, sind Sie empfindlich. Leute, geht's. Kommen wir gehen, Greta. Na, wie geht's dir, Victoria? Geht so. Wie läuft's denn bei dir? Das Schlafen hat mir gut getan. Alles gut, kein Problem. Was soll schon sein? Wir essen gleich Abendbrot. Hast du Hunger? Nein, ich würde nur gerne einen Tee haben. Okay, Anna bringt dir gleich einen. Oh Mist, jetzt haben wir Brot vergessen. Puh, da müssen wir wohl Pizza bestellen. Papa, machen wir gleich noch das Referat zusammen? Ja, Anna, aber bitte sei so lieb und bring deiner Mutter einen Tee. Okay. Das wird bestimmt die Pizza sein. Ihre Pizzalieferung ist da. Oh, danke. Kinder, Essen ist fertig. Lecker Pizza. Ich liebe Pizza. War das ein Tag heute. Nur mal kurz ausruhen. Wie hält Victoria das die ganze Zeit aus? Ich verstehe das nicht. Hab ich einen Durst. Oh, wie sieht's denn hier aus? War wohl ein anstrengender Tag, was? Was, muss ich schon aufstehen? Ja, sieht ganz so aus. Wie geht's dir denn? Schon viel besser. Oh, das ist schön. War es gestern sehr anstrengend? Nö, war alles ganz easy. Kein Problem.